Und das Shot ist immer noch auf. Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir haben immer noch einige Gruppenmitglieder abzuklappern in den Gesprächen. Und hier sind wir in der Nähe von Jack. Das heißt, ich werde Jack ein bisschen befragen. Wir haben ja lange nicht mehr mit ihr gesprochen. Ich weiß auch gar nicht. Ach ja, sie hat ihren neuen Anzug an. Ihr neues Outfit, was ich ja durchaus mag, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hey. Hey. Hey selbst, ja. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Warum? Ja, ich will mein Team kennen und ich bin neugierig. Das ist das, was Shepard macht. Er lernt Leute kennen. Vor allem die, die in einem Feuergefecht dann irgendwann mal das Leben retten. Das ist einfach nur gut. Und da wir die Zeit haben, ich nehme an, diese ganzen Gespräche finden alle statt, während wir zwischen zwei Orten hin und her fliegen. Das wäre so meine Erklärung dafür, warum Shepard durchaus sich immer mit der Crew unterhält, weil eben viel Zeit auf dem Schiff mit ihnen verbringt. Der Satz macht keinen Sinn, weil er viel Zeit mit ihnen auf dem Schiff verbringt, durch das ganze Rumfliegen. Da muss man ja irgendwas machen, sonst wird man ja verrückt. Du kannst nicht ewig vor deinem Aquarium sitzen, das wird irgendwann langweilig. Ich möchte mehr wissen und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ihre Tinte. Das sagt man im Deutschen, glaube ich, nicht zu Tattoos. Das, aber cool. Cool, dass es geschrieben hat. Ihre Tinte. Deine Tinte. Ich meine das durchaus ehrlich. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht der Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Okay. Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Also wir sind schon in einem Gespräch. Das kenne ich oft. Das kenne ich oft, wenn ich mit Frauen rede. Sie müssen doch Freunde haben. Ja, das ist so... Nein, natürlich hat sie keine Freunde. Hast du sie mal für 5 Minuten erlebt? Also fragen wir tatsächlich nach etwas Offensichtlichem, um das Eis zu brechen. Gekauft, was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemandem was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Ah, okay, ja, das ist ein guter Grund. Hey, warum eigentlich nicht? Wunderbar, wunderbar. Ja gut, dann müssen wir die anderen Sachen auch noch fragen. Keine engen Beziehungen, ja, das ist, ich fühle mich da immer so ein bisschen wie der Schuldirektor, der vielleicht die Lehrer oder die Klassensprecher, die Lehrer nach ihrem Sexleben fragt. Aber ich hoffe, Shepard kann das gut verpacken. Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt, aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Shepard fliegt ja immer noch nach dem Motto, ein Freund heißt, dass du 2 Messer hast oder sogar 4. Oder wenn du einen 4-armigen Freund hast, hast du sogar 6. In jeder Hand 1. Und vielleicht noch den Fü... Auf jeden Fall... Shepard ist hier wegen seinen Freunden. Ohne die wäre er gar nicht so weit gekommen. Und da schließe ich jetzt auch die Toten ein, wie Caden. Und die nicht da sind im Moment. Wie Ashley. Das ist ein guter... Ja, also das ist nur nochmal nachgefragt, das Gleiche, was sie eben schon gesagt hat. Du hast einsam gesagt, ja. Jack ist die Forever Alone Frau, die hier im Keller wohnt. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Ja, natürlich bin ich rumgekommen. Und ich habe viele Leute getroffen, viele Leute erschossen. Kein einziges Tattoo bekommen, soweit ich weiß. Und aber auch ein paar Freunde gemacht. Ja, sogar ein paar Leute, von denen ich es nicht gedacht hätte. Wie Helena Blake. Oder, Helena Blake. Wir bleiben bei Helena Blake. Und damit fragen wir dann doch nochmal, ob sie denn gar keine Freunde hat. Komm, irgendjemanden mal ein. Du musst es doch mal versucht haben. So wie mit Essen. Man muss es mal versucht haben. Irgendwas Exotisches.
bevor man sagen kann, mir schmecken Insekten nicht. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Das ist genau die Frage, die mir unter der Zunge brennt. Wie Brause unter der Zunge sogar. Wollten die sie sicher töten? Weil wenn du ihnen zuvor gekommen bist, dann ist das vielleicht nur in deinem Kopf. Den Teil mit dem Bett, das ignorieren wir einfach mal. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Ja. Also wenn du mal das Gefühl hast und spürst, dass Shepard demnächst mit dir fertig ist, dann haben wir ein Problem. Und darauf, wie sie sich fühlt, haben wir ja keinen Einfluss. Also das wird nochmal heiß. Das wird eine heiße Angelegenheit. Bis später. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Ja. Wenn die Option denn da gewesen wäre, dann... aber lass mich kurz überlegen. Ja, ich will sie, ist das, was ich nicht sagen will. Nein, danke. Sie hat's nicht angeboten, Shepard. Da wirst du... Da kriegst du... Handelst du dir nur Ärger ein. Und das... Er meint wirklich, es war. Er will sie einfach nur kennenlernen. Ich lerne jeden kennen, der in meiner Crew ist. Das gehört dazu. Sonst kann ich die Leute nicht einschätzen und weiß nicht, ob ich ihnen vertrauen kann und was nicht noch alles. Aber ich fürchte, das führt vielleicht zu irgendwas anderem, also auch zu Sex, also... Aber ich sag's trotzdem, andere Option gibt's nicht. Ich hab's nicht eilig, ich will erst rausfinden, wie sie ticken. Um mit jemandem zu schlafen, muss man ihn nicht kennen. Man muss nur wissen, wo alles hingehört. Ja. Okay, vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht. Ja, da hat er wieder Sex doch angedeutet, der Shepard. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte die keusche Variante von, ich will sie nur kennenlernen. Nicht, ich hab Zeit, ich werde dich schon irgendwann, ja, und so. Keine Ahnung. Ich bin so schlecht, wenn ich vulgär sein will. Das funktioniert manchmal nicht. Wen habe ich denn hier noch? Ich habe hier noch Said und, ja, Said. Aber der redet ja nicht mit mir. Also gehen wir zu Garrus. Mit Garrus nochmal ein Schwätzchen halten. Das erinnert mich direkt wieder an seine Loyalitätsmission. Da habe ich noch einen sehr, sehr guten Kommentar bekommen auf die Folge, wo ich geholfen habe, Sidonis zu ermorden. Habe ich einen sehr guten Kommentar bekommen. Der mich zum Nachdenken gebracht hat, denn Shepard hat da ziemlich böse gehandelt, nach Shepards eigenen Standards. Er war Teil eines Mordanschlags. Ich habe das zu spät realisiert und dann nicht mehr drüber nachgedacht. Und Shepard hat auch seitdem nicht mehr drüber nachgedacht, dass er da eigentlich kaltblütig einen erschossen hat, aus Rache für Garrus. Und auf T'Chanka fiel mir die Option, den Kroganer zu verbrennen. Gut, der hätte sowieso gegen uns gekämpft, aber einen Kroganer zu verbrennen und den Kampf damit zu starten aus dem Dialog fiel mir sehr, sehr leicht auch. Also, vielleicht geht das so weiter. Ich weiß nicht, Shepard ist ein bisschen ruchloser geworden in seiner Zeit hier bei Cerberus, obwohl er das nicht wollte. Er hat keine Allianz mehr, er hat keinen Rat mehr im Rücken, er hat kein System mehr, auf das er sich verlassen kann. Das einzige System, was er hat, ist Cerberus und den kann man nicht trauen. Kein Stück. Da muss man jeden Befehl und jeden Hinweis des Unbekannten, wo sie ihn hinschicken, hinterfragen. Wenn Shepard einen Auftrag von der Allianz bekommen hätte, zum Beispiel irgendwo hinzufliegen und irgendetwas zu machen, von mir aus auch jemanden umzubringen oder Forschungsergebnisse sicherzustellen, dann ist klar, die Allianz ist ultimativ legitimiert über eine Demokratie, die muss sich an Regeln halten.
Da habe ich ja lange drüber mich ausgelassen. Und das wird dann schon okay sein. In der Regel wird das schon gut sein, auch wenn Shepard nicht alle Informationen darüber hat. Mit Cerberus ist es so, wenn Cerberus mich irgendwo hinschickt, dann weiß Shepard nicht, wofür. Der könnte da entweder was Gutes tun oder was Schlechtes tun. Selbst wenn er augenscheinlich was Gutes tut. Wenn er Leuten hilft, aber oder wenn er Forschungsergebnisse zurückholt, das könnten schlimme Forschungsergebnisse sein, die eigentlich zerstört werden müssen. Von daher hat er da keine Struktur mehr, an die er sich ranhängen kann. Er hat da nur noch seine eigene Moral und da hat er halt einen Schnitzer jetzt drin. Da hat er jetzt einen Fehler gemacht, würde ich sagen. Er hat einen Fehler gemacht. Er hätte diesen Mordanschlag nicht passieren lassen dürfen. Nicht so. Wir hätten ihn stellen sollen, den Sidonis. Und wenn er dann eine Waffe zieht, hätten wir ihn erschießen können. Aber so war das einfach nur aufgrund, wir haben entschieden, Garrus und ich, der Kerl stirbt und dann haben wir ihn erschossen. Naja, ich will mal sehen, was Garrus davon hält. Was Garrus dazu denkt. Ich denke mal, ich habe den großen Moment, wo ich ihm ins Gewissen reden kann, verpasst. Aber Shepard sollte das eigentlich beschäftigen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Ach, du Arschloch. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Meine Güte, ich hatte mich so gefreut gerade auf irgendwas, aber dann, naja. Gut, ich erinnere mich auch an die Unterhaltung, die wir geführt haben, aber... Garrus. Wollt ihr nicht reden? Na, okay. Die Kogane haben bei jeder Gelegenheit geredet. Die haben bei jeder leisesten Provokation, die ihre komplette Lebensgeschichte, die Tür hat mich fast getötet, an den Kopf gehauen. Aber nein, hier auf meinem Schiff wird nicht geredet. Cerberus-Angestellte sind weniger sozial als Kogane. Das ist die Lektion, die ich daraus ziehe. Wir haben keine neue Nachrichten, dann stand da eine, aber wir haben keine. Ich wollte mich auch nochmal mit der Panzerung auseinandersetzen, weil ich finde es doch relativ hässlich. Weil ich habe hier blau, ich habe hier blau, ich habe hier lila, ich habe hier ein bisschen rot und das ist passt alles nicht so zusammen. Das ist nett hübsch. Also am liebsten wären mir vielleicht sogar alle farbigen Teile einfach ausschalten, sodass ich nur schwarz bin. Aber schwarz ist natürlich auch schlecht zu sehen. Also schauen wir mal, ob ich hier noch was Besseres habe. Ach, ich habe die Todesmaske. Oh mein Gott. Okay, hier mag ich das Lila. Die Todesmaske sieht geil aus. Von der Tyriel Advanced Communications Corporation. Ja. Verhandlungsbonus um 10% erhöhen. Aber der Visor macht mehr Kopfschussschaden. Das mag ich, obwohl ich den Kopf selten treffe. So, was haben wir hier? Was hatte ich denn hier? Schilde regenerieren. Was haben wir da? Jetzt muss ich hier scrollen. Das ist unglaublich. Mehr Gesundheit? Mehr Schilde. Also nehmen wir, bleiben wir bei der Gesundheit. Gesundheit ist wichtig. Schulterschutz. Okay, Waffenschaden um 3%. Gesundheit um 5%. Okay. Gesundheit. Munitionspaket. Da kann ich noch die Dämpfungshandschuhe. Ja, das ist nur Schilde. Und das ist Gesundheit, aber schlechter. Also nehmen wir Reservemunition. Munition ist wichtig. Das sieht eigentlich alles noch ganz normal aus. Hier oben habe ich auch, glaube ich, nichts Neues. Ja, das ist wirklich ein schlechtes Menü. Nee, nur die finde ich alle hässlich. Also komm, kann man nicht anziehen. Geht nicht. Auf keinen Fall. So, oh, ich kann die Muster. Ja, Tarnfleck, Flecktarn, wie auch immer man das nennt. Material, dann wollen wir mal. Glänzend. Ja, Shepard, du heiße Sau. Ja, das ist relativ schön, das hintere. Schwarz. Machen wir mal komplett, das ist, scheint komplett plan, komplett langweilig zu sein quasi. Dann drehe ich jetzt hier einfach mal an den Farben ein bisschen und schauen wir mal. Helles Pink. Wunderbar. Tief dunkles Rot. Dann kann ich so tun, als hätte ich eine Kolossus-Rüstung an. Aus dem ersten Teil, die waren ja relativ geil. Das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Wir lassen das erstmal so. Ich werde doch hier diese... das ist die zweite Farbe. Stimmt, dann ist die Musterfarbe das unten. Was hatte ich denn hier eingestellt vorher? Das ist schon... Okay. Okay, sexy. Sexy, sexy. Ja. Und das hier...
Das könnte man fast so lassen. Ich glaube, das ist ein ziemlich Standard-Shepard, jetzt den ich mir wieder zusammengeklickt habe. Ich kann mich aber, um ehrlich zu sein, auch nicht erinnern, wie mein Shepard am Anfang aussah. Was der am Anfang für eine Rüstung überhaupt anhatte, habe ich keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wollen wir mal das Muster verändern? Vielleicht kann ich ja hier noch... Na komm, mach irgendwas. Ah. Ja. Da sehe ich keinen Unterschied. Also schon, aber nicht viel. Okay, wir lassen Shepard so. So kann Shepard aussehen. Informelles Aussehen habe ich kein neues, oder? Nee. Gehen wir wieder auf das Ding. Ja, so siehst du gut aus, Shepard. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.